Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragenfreitag hier bei mir freitags auf meinem Kanal. Ja, ich gebe euch wie immer Updates zu meinem Kanal bzw. beantworte eure Fragen, je nachdem, was ich gerade so vorliegen habe. So, wir fangen auch mal direkt mit Fragen an. Jetzt weiß ich nicht, wo fangen wir an? Ich glaube, mit der hier fangen wir einfach mal an und die ist von TheLeo192939 und der fragt: Noch eine Frage. Was hast du für Equipped? Also Tastatur, Maus, Headset. Danke für deine Antwort. Für eine Antwort. Das heißt, ich kann auch jemand anders antworten lassen. Okay, mein Equipped. Also fangen wir an. Tastatur. Tastatur liegt hier vor mir, ist eine HP-Tastatur. Ich drehe dich mal um. Ich gucke da nochmal genau hin, ob da irgendwas Spezielles draufsteht. Modellnummer ist KB0316. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, meine Maus. Meine Maus ist eine Logitech MX518. Schon ein bisschen älterer Jahrgang jetzt, ne? Aber tut noch seine Dienste und ja, ich mag die Optik von der Maus. Sieht nicht gut in der Hand. Das ist das Wichtigste. Ja, ne? Logitech MX518. So, kleiner Hustenanfall. Ja, mein Headset. Was habe ich für ein Headset? Das ist einfach zu sagen, ich habe das Rocket Cave. Könnte man googeln nach Rocket Cave. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal irgendwo runtergeschrieben. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, vor zwei oder drei Fragen Freitag beantwortet. Aber gerne nochmal wieder für euch. Ne? So, mehr wolltest du nicht wissen. Das ist also deine beantwortete Frage. Hey. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und die fragt der Yannix Wall. Und er fragt, was ist deine Lieblingsposition in LoL? Ja, und tatsächlich habe ich etwas länger drüber nachgegrübelt. Also ich habe ja die Fragen, ne, als ich ausgesucht habe. Ich habe mir gedacht, was spielst du gerne? Eigentlich gibt es eine Menge Positionen. Aber wirklich am liebsten spiele ich, glaube ich, Mitte. Warum, weiß ich jetzt nicht. Also Mitte ist schon geil. Ne? Ich glaube, am zweitliebsten spiele ich AD Carry, auch wenn ich es nicht richtig kann mit den Lasten. Aber ich glaube, es geht schon. Also Mitte eindeutig die Lieblingsposition. Im Moment zumindest, kann sich auch wieder ändern. Wie so oft gilt, die Fragen, die ich hier beantworte, sind Momentaufnahmen. Manche können sich von Zeit zu Zeit ändern, manche ändern sich auch nicht. Also, ja. Wenn da steht, wie alt du bist, dann wird sich das nicht ändern. Außer ich werde mal älter, aber dann habe ich, ne, ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich darf nicht so tief einatmen, ich habe so ein bisschen Husten. Wenn ich tief einatme, dann kratzt mich das und dann muss ich total, na, ihr hört das. Es tut mir leid. Kommen wir einfach zur nächsten Frage und ich versuche es irgendwie über die Bühne zu kriegen mit meinem kranken Hals. Der Stonemaker555, schon lange keine Frage mehr von ihm vorgelesen, der fragt, hast du mal überlegt, LOL mit Smartcast zu spielen? Lieber Stonemaker, das habe ich nicht nur überlegt, nein, das habe ich sogar schon mal gemacht und ich find's scheiße. ich weiß nicht, das ist für mich ein ganz anderes Spiel fast schon, also es ist, manche Sachen klappen nicht so, wie ich das sonst immer mache, ist nicht so mein Ding. Also ich habe schon ausprobiert, ich bleib lieber beim normalen Casten. Gut. So, dann kommen wir zum nächsten. Der, Plalaiklink98 fragt: Würdest du für 1 Million Euro auf die Erinnerungen von 3 Jahren verzichten? Nein. Also, ich glaube, Erinnerungen ist etwas, was unbezahlbar ist. Wenn ich jetzt sagen würde, 1 Million für die Erinnerung von einem Tag, dann würde ich sagen: Okay, aber 3 Jahre, stell dir vor, 3 Jahre deines Lebens einfach ausradiert. Erinnerungen davon weg. Nein. Nee, never. Also, Erinnerungen sind ein wirklich richtig wichtiges Gut. Das sollte man nicht so einfach weggeben. Nicht um desto trotz, also nicht umsonst machen Leute Fotos und bewahren sich die auf, um die Erinnerung besser speichern zu können. Ja, also Erinnerungen abgeben für 1 Million Euro. Nein. Würde ich nicht tun. Was machen wir denn jetzt? Machen wir hiermit weiter. Und zwar, die Saskia fragt, also die Sandy Cologne 86. Warst du schon mal im Fragenfeld dran? Ich glaube nicht. Kann mich zumindest nicht erinnern. Du willst wissen, Alex, würdest du deinen Söhnen eine Netzwerkpartnerschaft mit 13 erlauben? Grundsätzlich hängt das davon ab, wie reif meine Söhne zu der Zeit sind. Ich kann das jetzt nicht pauschal sagen, weil die sind noch keine 13. Wenn die 13 sind und, ich denke, in dem Moment, das passt, dann würde ich ihnen das auch erlauben. Wenn ich aber denke, vielleicht ist er noch nicht reif genug, dann
würde ich das nicht erlauben. Was natürlich immer geht, ist eine Partnerschaft über mich laufen lassen. Also das ist quasi mein Kanal ist und der betreibt es da und kriegt auch das Geld dafür. Das ist gar keine Frage, das kann man natürlich machen. Ansonsten ist es natürlich schon ein erster Vertrag. Wenn ich denke, er hat die geistige Reife dafür, dann ja, wenn er das noch nicht hat, dann nicht. Also das würde ich jetzt wahrscheinlich sagen können, das muss ich einfach dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ja. Ich kann aber auch Leute verstehen, die grundsätzlich Nein sagen. Die kann ich durchaus verstehen. Aber ist halt nicht mein Ding. Ne? Ich mache mir lieber gerne dann, wenn es soweit ist, zur Situation ein Bild. Muss gucken, wie weit er ist, wie weit, also geistlich der Sohn, also wie fortgeschritten er ist, wie viel Verantwortungsbewusstsein er schon entwickelt hat und sowas alles. Ja, ich würde das also immer einzeln abwägen. Und was heißt jetzt auch nicht, dass ich den einen Sohn, das zum Beispiel den Älteren, das mit 13 erlauben würde, und wenn der Jüngere dann auch 13 wird, der würde das auch machen. Kann auch sein, dass ich denen das nicht erlaube, einfach weil das vielleicht nicht passt in dem Moment. Weiß man nicht. So, kommen wir zur ersten Oder-Frage. Ist auch nur eine einzige, also von Lego NXT Man, der fragt als Oberfrage: Mit deinen Söhnen tagsüber spielen oder nachts mit anderen YouTubern zocken? Mit meinen Söhnen tagsüber spielen. Ganz klar. So, gucken wir noch mehr oder Fragen. Und zwar von Daiserjavoiserden. Was? Ach so, warte, man sollte das auch richtig vorlesen. Da ist er. Ja, wo ist er denn? Schon schwierig, ne? Aber klingt auch gut. Daiserjavoiserden. Ja. Also da ist er, ja, wo ist er denn, XD? Geiler Name eigentlich. Ich denke, alle packen sich seinen Kopf. Oh, Alex, wieso hast du das so ausgesprochen? Jetzt überleg mal, warum ich das so gemacht habe. So, oder Fragen. Apple oder Samsung? Oder? wenn ich mich wirklich zwischen beiden entscheiden müsste, dann Samsung. Samsung. Tiffy, Herr von Böde. Vergiss es. YouTube oder mein Video? YouTube. Richter Alexander Holt oder Richterin Barbara Salisch? What the fuck, ich habe beide noch nie wirklich gesehen. Ich weiß, dass es die gibt, aber dann Richter Alexander Holt wegen dem Namen. Ne? Alexander, versteht ihr, ne? Gronkh oder Sarasa? Gronkh. Kommt aber darauf an, was für ein Spiel man gerade sehen will. Aber gut, es sind Oder-Fragen, kurz beantworten, kurz weitergehen, sofort, so nächste. Laptop oder Notebook oder PC? Das ist auch unterschiedlich, wo man das gerade für braucht. Ich sag mal einfach PC. Zocken, Game, Spielen oder Suchten? Was machst du? Zocken. Zocken ist das richtige Wort. Das ist ja einfach nur eine Wortsache, ne? Ja, Zocken ist, glaube ich, das Richtige. So. Kommen wir weiter. Machen wir direkt mit Oder weiter, weil wir gerade so schnell im Flow sind. Zinzai, let's zock, fragt. Meine Oder-Fragen. Lakritz oder Marzipan? Marzipan. Süß oder sauer? Süß. Curry-Ketchup oder Tomaten-Ketchup? Tomaten-Ketchup. Ist einfach Allrounder, ne? Katzen oder Hunde? Hunde. Und lieben Gruß, geiles Video. Danke, auch dir einen lieben Gruß. Sensei, let's zock. Yes. So, gehen wir einfach mal weiter. Machen wir eine normale Frage. Von The Leo 192939. Moment. Das habe ich schon mal gelesen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du bist diese Folge zweimal dabei. Und du fragst hier diesmal: Brother, seit wann bist du auf YouTube tätig? Danke, wenn du diese Frage beantworten könntest. Ich beantworte sie. Auf YouTube tätig, also wirklich, dass ich Let's Playen angefangen habe, ist Ende 2011 gewesen. Genau, etwas über ein Jahr, anderthalb Jahre mache ich das jetzt, genau. Ende 2011. Ich muss nochmal husten, tut mir leid. Ja, also Ende 2011 müsste ich angefangen haben. Es gab schon drei Videos vorher von mir. Das waren so verfilmte Musikvideos, verfilmt in WoW quasi. Die gab es vorher. Aber das war einfach nur so. Das würde ich nicht sagen, dass ich auf YouTube tätig war. Ich wollte die nur irgendwo zeigen und habe es dann auf YouTube hochgeladen. Hatten auch relativ viele Aufrufe. Ich glaube sogar 34, 36.000, keine Ahnung, irgendwie sowas. Allerdings halt mit Gamer-Geschwister-Musik, ne, ihr versteht. Ja, genau. So, machen wir die nächste Frage.
Und die ist von Mr. Manbill und der fragt mal eine sehr ernste Frage. Und zwar, Ruther, was hältst du von den Tierbesitzern, die ihre Tiere quälen und erst nach schlimmstenfalls 2 Tagen füttern? Wenn dann das Tierheim kommt, tun sie, als ob sie die Tiere gut behandeln und sie lieben. Ich verabscheue solche Leute. Ja, das ist auch genau meine Aussage. Also, schafft euch nur ein Tier ein, wenn ihr euch auch wirklich um das Tier kümmert, wenn ihr es gern habt, wenn ihr, also, ne? Macht keinen Scheiß mit den Tieren. Das sind ganz normale Lebewesen, wie wir alle. Und am liebsten gehe ich da nach dem Auge um Auge, Zahn um Zahn-Prinzip vor. Sprich, wenn man ein Tier schlecht behandelt, dann sollte der Mensch auch schlecht behandelt werden. Ganz einfach. Bam, bam, bam. Ja, nee, also ich kann sowas nicht gutheißen. Ich, nee, also Tiere muss man immer gut behandeln. Keine Frage, die Tiere können sich nicht wehren. Ihr seid einfach die Stärkeren, ihr seid die Rudelführer sozusagen. Egal was für Tiere ihr habt, steht ihr mit Respekt gegenüber, tut ihnen nichts Böses, dann funktioniert das auch. So. Ja, kommen wir zu dem hier. Ja, Top 5 Lieblingsorte, gefragt von Latuniux LP. Latuniux LP, ne, was auch immer. Also, meine 5 Lieblingsorte. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, eigentlich ist das so schwierig. Ich war schon an relativ vielen Orten und ich weiß nicht, wie ich diese Frage dann auffassen soll. 5 Lieblingsorte kann sein, 5 Lieblingsorte auch hier in meiner Wohnung, 5 Lieblingsorte hier in meiner Stadt in Deutschland, hast du nicht gesehen. Ich habe das ein bisschen ausgeweitet und ich sag mal so, meine 5 Lieblingsorte, an denen ich schon mal war, beziehungsweise in Europa oder sowas, habe ich mir gedacht, um das so ein bisschen einzugrenzen. Und dann fangen wir an mit Platz 5 ist tatsächlich die Côte d'Azur, die Strand schlechthin in Frankreich, der Strand, die Strand. Das Strand. Ja, Côte d'Azur fand ich, da war ich 1998 war ich da, da war gerade die WM auch in Frankreich. Ja, das hat aber nichts zur Sache, das war jetzt einfach nur so ein Nebenhinweis, könnt ihr euch mal notieren, falls ich mal irgendwann was wissen will von euch. Nein. Also, Côte d'Azur in Frankreich auf jeden Fall auf Platz 5. Schöner Strand. Durch die Nähe von Cannes, ich war in der Nähe von Cannes, fuhren da auch ziemlich luxuriöse Autos vorbei, das war ja nicht mal so ein abwechslungsreich. Allerdings, was ich so negativ auffassen musste, das war in dem Jahr, wo wir da waren, ziemlich warm. So, dass wir hinterher nur noch dazu übergegangen sind, in Klamotten baden zu gehen, also mit T-Shirt und Hose an, weil einfach wir uns keinen Bock hatten, die Haut zu verbrennen. Ja, aber trotzdem schön, alles da, schön. Kann man nur weiterempfehlen. So, auf Platz 4 springen wir mal in ein anderes Land und in eine andere Stadt. Und zwar nach Prag. Ich finde Prag hat eine sehr schöne Altstadt. Generell ist da so ein bisschen, man fühlt sich manchmal, als wäre die Zeit noch stehen geblieben, je nachdem, wo man da rumgeht. Und das finde ich gut. Also so in alten Zeiten schwelgen tue ich in Gedanken immer sehr gerne. Deswegen Prag auf jeden Fall auf Platz 4. Dann auf Platz 3 gehen wir in den hohen Norden. Und zwar nach Schweden und, um genau zu sein, in die Ortschaft Holzbybrunn. Sagt keinem von euch was, macht aber auch nichts. Warum gerade Holzbybrunn? Ich war da mal auf einer Freizeit mit einer kirchlichen Jugendgruppe und habe mir das Bein so dermaßen wehgetan, dass ich 2 Wochen nicht mehr laufen konnte. Dieses ist aber eine andere Geschichte, vielleicht erzähle ich die in einer anderen Folge von Hey El. Nee, Moment, das war ein anderes Format. Nein, Spaß. Also das mit dem Bein stimmt ja schon, aber Holzbybrunn ist auf jeden Fall ein richtig geiler Ort, es ist alles so schön ruhig da oben in Schweden, Natur. Ich kann mich noch erinnern, wir sind irgendwie im Einkaufen gegangen, mussten da irgendwie 13, 14 Kilometer, nee, weiß ich nicht mehr, ich glaube 5, 6, 7 Kilometer waren es auf jeden Fall, die wir laufen mussten, bis zum nächsten Stadt kümmert sich dann bis zum nächsten Einkaufslädchen. Und auf dem Rückweg wollten wir dann abkürzen, weil wir die Straße nicht lang gehen wollten, sind da querfeld eingegangen und in Schweden querfeld eingehen ist richtig scheiße. Wir sind dann so schön gelaufen und waren auch dann relativ schnell unterwegs. Und als wir da ankamen, wo wir ankommen wollten, kamen wir nicht da an, wo wir ankommen wollten. Moment. Also wir kamen wo an, wir konnten auch das sehen, wo wir hin wollten, das Haus, wo wir dann gewohnt haben quasi. Nur leider waren wir auf der falschen Seite vom See. Das heißt, wir mussten um den ganzen fucking See drum rumlaufen, um da hinzukommen. Und im Endeffekt waren wir dann doppelt so lange unterwegs, als hätten wir die Straße genommen. Aber trotzdem, trotzdem war das im Wald richtig schön. Es war also schön ruhig da und generell die ganze Freizeit, die wir da waren, war richtig schön, angenehm. Und auch nicht so kalt, wie manche Leute denken. Also wir sind auch die ganze Zeit in kurze Hosen und T-Shirts rumgelaufen. Ja. Mein Gott, rede ich viel jetzt heute hier. Platz 2
ist Paris. Und zwar in Paris selber, also schon wieder Frankreich. Oh mein Gott, hatte ich schon gerade mal. Egal. Und zwar den Platz, also ihr müsst, Louvre, Louvre sagt euch was, ne? Louvre ist so ein Museum, hängt die Mona Lisa und so ein Zeug drin rum. Stellt man sich 5 Stunden an, wenn man rein will, muss man nicht unbedingt. Man geht ja dann doch nur zur Mona Lisa, macht ein Foto und dann geht man wieder raus oder so. Aber die Louvre hat oben so dreieckige Dächer aus Glas. Ja? Und dann ist oben noch so ein bisschen Wasser auf dem Dach. Kann man das schlecht beschreiben, also so ein Brunnen quasi. Und bei Nacht ist leuchten diese Dreiecke hier so ziemlich gelb. Da habe ich auch ein geiles Foto von gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mal posten darf oder nicht. Oder soll. Ich weiß ja nicht, ob ich das finde, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall nachts auf diesem Platz, über dem Louvre sozusagen. Richtig geil. Da waren keine Menschen mehr und du warst wirklich. Es war wirklich still und leise, mitten in Paris. Ne, der Louvre ist ja mitten drin. Und in so einem Seitengang spielte irgend so jemand auf irgendeinem Instrument, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall dudelte so ein bisschen Musik von jemandem. Das war ein herrlicher Platz einfach nur. Kann ich nur empfehlen, nachts zum Louvre gehen. Mal, wenn man so in Paris ist, kann man das ja mal machen. Auf Platz 1, dann habe ich den Strand von Bornholm genommen. Bornholm, wieder im Norden. Kleine Insel, fahren keine Autos drauf. Ich glaube, es dürfen keine Autos drauf fahren. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, aber nicht viele. Und deswegen an sich schon die ganze Insel. Einfach, du gehst raus und dieser Lärm von den Autos, er ist einfach nicht da. Du denkst immer die ganze Zeit, ah, oh, herrlich. Stille. Ihr seht schon, ich habe also eher die ruhigeren Orte genommen, aber es ist einfach nur herrlich. Na, genießt ihr die Stille? Aber ich kann mich echt dahin versetzen direkt wieder und sagen, oh, herrlich. Wir hatten da auch so ein Haus am Strand. Bornholm ist quasi überall Strand, weil so groß ist die Insel nicht. Und einfach nur herrlich. Du bist rausgegangen, du hast nur die Wellen gehört, wenn überhaupt. Bist zur anderen Seite rausgegangen, nichts. Ja, herrlich. So. Das waren meine Top 5 Lieblingsorte in Europa. Wir sind bei 17 Minuten gleich. Mein Gott, gut, dass wir bald fertig sind. Machen wir ein bisschen schneller. Nochmal von Sensei Let's Zock die Frage. Rather, noch eine Frage. Wie lange wirst du noch Let's Playen? Ich hoffe noch sehr lange. Gleich D. Ja, ist eine Frage, eine sehr interessante Frage. Wie lange werde ich noch Let's Playen? Genau noch eine Woche, dann höre ich auf. Ist einfach kein Bock mehr, ne? Nein, Quatsch. Also, wie lange ich noch das Playen werde, ist natürlich schwierig zu beantworten. Das kann ich jetzt noch nicht wissen. Ich sag immer, ich mache das einfach so lange, wie es mir Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich einfach auf. Klingt hart, für euch auch dann, wenn ich einfach mal sage, nee, kein Bock mehr. Aber gut, was soll ich denn machen? Was ist ja mein Hobby. Wenn ich dann keinen Bock mehr zu habe, dann mache ich es einfach nicht mehr. Würde jeder andere mit jedem anderen Hobby auch so machen. Ja. Aber ich kann dich beruhigen, es sieht im Moment nicht so aus, als würde ich irgendwann mal die Lust an Spielen bzw. an Videos machen verlieren. Von daher noch sehr lange. ja, kommen wir noch weiter. Dann habe ich hier noch das hier. Das ist ein Thema, was ihr zweimal haben wolltet, ne? Ja, ja, ja. Einmal fragt das der meinen Zocker-LP. Wie bist du auf Let's Plays gekommen? Ja. Und dann habe ich das gleich nochmal gekriegt von Philipp Schley, der fragt, wie bist du zum Let's Plays gekommen? Das sieht ziemlich gleich aus, ne? Ja, dann beantworte ich euch das mal. Wenn ihr das so geballt wissen wollt, dann sage ich euch, wie ich zu den Let's Plays gekommen bin. Das ergab sich folgendermaßen. Auf meiner Arbeit hatten wir einen Praktikanten. Der hat Minecraft gespielt. Ja, so war das. Der hat Minecraft gespielt. Ich habe zu der Zeit auch Minecraft gespielt, so ein bisschen. Also er hat mich eigentlich dazu gebracht, mehr oder weniger. Dann haben wir zusammen Minecraft gespielt. Dann fing ich an, mal gucken, was man noch so bauen kann. Gucken wir bei YouTube, was es noch so gibt. Und habe dann Let's Plays quasi von Minecraft gefunden und habe mir dann so ein paar Sachen angeguckt. Er zeigt gleich auch. Und dann haben wir Gronkh gesehen. Jeder hat Gronkh gesehen zu der Zeit. Also der war, glaube ich, bei Folge 200 oder sowas da. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Dann habe ich erstmal die ganzen anderen Folgen mir reingezogen, die davor waren. Ja, und dann haben wir auch geguckt, was gibt es noch für Alternativen, was kann man sich noch angucken. Und dann gab es da noch ein paar andere LOL-Let's Plays, natürlich haufenweise. Minecraft-Let's Plays natürlich. Und die waren alle sauschlecht, also nicht alle, aber es waren sehr viele sehr schlechte dabei. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, von Kiddy-Let's Playern. Es gibt Ausnahmen, keine Sorge, es gibt Ausnahmen, die sind gut. Aber die meisten, hört doch rein, ihr wisst selber, dass das Müll ist. Ihr würdet es euch selber nie angucken. Ja. Also es hat nichts mit Alter zu tun, aber manche sind einfach dann noch nicht so weit, dass sie das machen wollen, können, tun sollten.
So, und davon haben wir uns auf jeden Fall haben wir eine Menge davon gesehen und haben uns beide parallel für sich, jeder für sich gesagt, das können wir besser. Das war wirklich unsere Aussage. Wir haben gesagt, das können wir besser. Dann haben wir uns mal irgendwann darüber unterhalten und dann kam wirklich raus, dass wir beide die Idee hatten. Haben dann einen gemeinsamen Kanal aufgemacht. Und haben dann festgestellt, also ich habe festgestellt, mit meinem Rechner konnte ich nicht aufnehmen, weil irgendwie Fraps und Sound und Windows XP und es funktionierte alles nicht so ganz mit meinem Headset, was ich hatte, bla blub. Dann haben wir beide neuen Rechner bestellt, beide komplett die gleichen, den habe ich auch jetzt noch. So, und dann haben wir angefangen, ich habe dann irgendwann mal den ersten Schritt gemacht und angefangen, was aufzunehmen. Ja, irgendwie noch nicht, keine Ahnung warum. Aber ich habe dann einfach auf einen neuen Kanal angefangen. Also auf den Kanal, den wir zusammen angefangen haben, haben wir nie irgendetwas hochgeladen. So, ich habe dann also einen neuen Kanal angefangen. Das war der Rothermoon, der normale Kanal. Da habe ich mein erstes Let's Play hochgeladen, grottenschlecht. Also grottenschlecht nicht. Es war immerhin schon besser als die wir vorher gesehen haben, wo wir gesagt haben, das können wir besser. Aber trotzdem immer noch, wenn man Let's Plays anfängt, ist man einfach sehr schüchtern, noch man redet leise. Man versucht keine Fehler zu machen und versucht einfach so und das ist dann total interessant und alle, die dabei zuhören, schlafen ein und schalten weg und... Ja, nee, und also nicht mehr zu heute, weil im normalen Leben rede ich ja auch so schnell und das... Und diese Aufgewecktheit, ne, die ich ja habe, die ist ja nicht gespielt. Das habe ich im normalen Leben auch. Und wenn man als erstes aufnimmt, dann hat man eher so, schaltet man irgendwie 15 Gänge zurück und sowas. Und dann denkt man, was für ein Scheiße machst du eigentlich da? Ja, aber das ist ja natürlich besser geworden. Ich hoffe, dass meine Qualität soweit gut ist, dass ihr euch das weiter anhören könnt. Ich texte euch schon wieder voll. Ich sollte die Fresse halten, bevor ich mich in Teufels Küche rede. So, so haben wir angefangen. Also so bin ich zum Let's Play gekommen. Also wir haben einfach gedacht, das können wir besser. Und dann haben wir einfach mal angefangen und zack, ja. Der Kollege hat übrigens auch einen Kanal gemacht, der ist jetzt bei 1500 Abonnenten, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte jetzt nachgucken, mache ich aber nicht. Guckt doch selber nach, ist in meiner Beschreibung rechts in der Liste, könnt ihr mal gucken. Murky Sounds, bla bla blub. Mit denen zusammen habe ich angefangen. So. Ja, das war's. Ich denke mal, wir sind jetzt bei 22 Minuten, das ist lang genug. Muss ich noch ein Gameplay raussuchen, was hier im Hintergrund auch immer läuft, man weiß es nicht. Updates zu meinem Kanal. Ja, ich kann euch schon mal sagen, ich bin hier Partner bei Planet Keys geworden. Was das zu bedeuten hat, gibt es in einem späteren Video nochmal. Auf jeden Fall gibt es da was zu gewinnen. So, als kleine Ankündigung nur mal so nebenbei. Außerdem habe ich, das kann ich noch sagen, habe ich noch jemanden, der angefangen hat, meine Homepage zu programmieren. Dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall wird da bald eine Homepage kommen. Also bald, es dauert noch ein bisschen. Aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich habe endlich jemanden gefunden, der das macht für mich. Wunderbar. So, jetzt bin ich raus. Ihr seht hoffentlich euch weiter in den nächsten Videos an und ansonsten sehen wir uns spätestens im nächsten Fragenfreitag. Wenn ihr unbedingt etwas wissen wollt, dann schreibt es hier unter dieses Video, dann ist die Chance am größten, dass ich das sehe. Ansonsten könnt ihr noch den Like-Button mal richtig verprügeln, wenn ihr wollt. Das hilft mir und ich weiß, dass ihr dieses Format gerne mögt. Und das wäre toll. Das ist also so ein bisschen eine Resonanz von euch, wäre ganz gut. Dann weiß ich, was ich... machen soll, beziehungsweise besser machen soll. Ihr könnt auch gerne Kritik hier drunter schreiben. Ha, hier, Brother, das Format ist total scheiße. Wir erfahren zwar viel über dein Leben, aber irgendwie machst du nur Müll und hast du nicht gesehen. Auch ihr könnt auch noch sowas machen, solche Vorschläge wie diese Oder-Fragen oder diese Top 5. Ihr könnt auch noch was andere Kategorien fordern. Wenn ich es geil finde, die Idee, dann baue ich es ein. Mein Gott, habe ich euch jetzt wieder Aufgaben gegeben. Also, die Kommentare sind dazu da, sie vollzuschreiben. Tut, was ihr könnt. Der Like-Button ist dazu da, richtig nach oben gedrückt zu werden. Geil. Das wollte ich schon immer mal machen so. Naja, also ihr müsst natürlich nicht liken, aber ihr könnt. Das wäre schon toll. Und wenn ihr das Video nicht mögt, dann schickt es einfach an alle, die ihr hasst und sagt, hier, guckt euch mal diesen Drecksack an. Der ist doof. Ich höre jetzt auf. Ich rede mich hier in, ich weiß nicht was rein. Vergesst einfach die letzte Minute. Ihr könnt abschalten. Hört ihr etwa immer noch zu? Ihr sollt abschalten. Da ist so ein Knopf, ne, da könnt ihr draufdrücken, dann ist das Video aus. Ich sag jetzt nichts mehr Interessantes. Ich warte jetzt nur noch, dass das Video 25 Minuten lang wird. Einfach abschalten. Schaltet ab, verdammt! Ah! Ich kann mich ein bisschen hier Rage quitten oder sowas. Ich kann noch ein bisschen doofe Geräusche machen. Ich will das Video 25 Minuten lang haben. Ich sag's euch, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt hier noch rede. Ich wollte einfach mal hier mal gucken, ob sich jetzt irgendjemand anhört. Ich kann auch mal irgendwelche Zahlen sagen. Ihr könnt euch die merken und unten runterschreiben. Dann weiß ich, dass ihr so weit geguckt habt. Sollen wir das mal machen? 17! 3!
die Hälfte aus, wenn man die beiden zusammenzählt. Gedöns gehabt haben tun. Genau, schreibt einfach mal die drei Zeilen da unten rein. Das wird toll. Dann weiß ich, ihr habt das Video bis zu Ende geguckt. Ihr seid fantastisch. Ja. So, ich habe keinen Bock mehr, Schwachsinn zu labern. Ich bin jetzt weg. Das Video ist gleich 25 Minuten lang. Wir sehen uns in einer der nächsten Folge. Haut rein, zieht euch nicht zu viel Müll rein und tschüss.